Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, in diesem Video geht es um das Thema Scheitern in Network Marketing und ich möchte ja die aus meiner Sicht wichtigsten Gründe hier mit in dem Video auf den Weg geben, die ich immer wieder sehe und ich hoffe, dass sie dir weiterhelfen, dass meine Gedanken dir dazu auch ein Stück weit weiterhelfen. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib jetzt dran und lass uns auch gleich loslegen. Der erste und wichtigste Grund ist, und das sehe ich sehr häufig, dass Menschen, die im Network Marketing starten, ja, die sind oft, oder es gibt, man darf ja nie so verallgemeinern, aber es gibt viele, die sind in mehreren Unternehmen aktiv. Ja, und das ist aus meiner Sicht ein Punkt, den du nicht machen solltest. Das solltest du auf jeden Fall vermeiden, weil dafür gibt es eigentlich zwei Gründe. Der eine Hauptgrund ist, dass kein Mensch dann mehr weiß, für was du eigentlich stehst. Ja, und du gehst ja auch lieber, wenn du heute dich zum Beispiel operieren lässt, gehst du ja auch lieber zum Spezialist in einem Thema, ja, wie zu jemandem, der Arzt ist, der Tierarzt ist, der eine Apotheke hat etc., ja, sondern du gehst ja speziell zu einer Person, wo du weißt, die kann dir helfen und das ist auch so der Punkt, gerade für die, die dann auch dann noch online arbeiten und es auch online dann so präsentieren, die Leute wissen gar nicht mehr, für was stehst du dann eigentlich, ja, also das ist das eine und dann ist es natürlich auch so, wenn du 100% Energie zur Verfügung hast, ja, und du hast jetzt ein Unternehmen und gibst 100% in diese eine Sache rein, dann kannst du natürlich auch in dieser einen Sache richtig schnell vorankommen und du kannst in dieser einen Sache auch richtig, richtig gut werden, ja, weil du eben diese 100% Energie in dieses Thema halt hineingibst. Wenn du jetzt aber 10 verschiedene Unternehmen hast und du kannst überall, weil du hast ja nur 100% Energie zur Verfügung, kannst überall nur 10% geben, dann hast du 10 Unternehmen, wo gar nichts läuft, ja, weil du mit 10% Energie in einer Sache nicht wirklich was reißen kannst. So, und das ist der eine Punkt. Viel zu viele Produkte, viel zu viele Programme, die auch vermarktet werden, ja, so dass die Leute gar nicht mehr erkennen können, für was stehst du eigentlich. Und natürlich ist dann auch das Thema Verzettelung du kannst nicht die Power in die Dinge geben, die die Sachen eigentlich benötigen. Der zweite Punkt ist, dass viele einfach zu viel darauf schauen, was sie erreichen möchten, und viel weniger drauf schauen, wie kann ich bei anderen Menschen ein Ergebnis erzielen? Wie kann ich mit den anderen Menschen Ergebnisse erzielen? Wie kann ich anderen Menschen dabei helfen, dass sie das bekommen können, was sie möchten? Und in dem Moment, wo wir diesen Blick verändern, ja, wo wir einen anderen Blickwinkel auf die Sache drauf haben, ja, werden sich auch die Ergebnisse deutlich verbessern. Ja, weil im Network Marketing kommt es darauf an, anderen Menschen zu helfen, das zu bekommen, was sie wollen. Und dann werden wir dadurch selbst erfolgreich. Der dritte Punkt ist, kein Verständnis der Hebelwirkung. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Zinseszinseffekt. Wenn du eine Kapitalanlage machst, ja, dann ist es so, du fängst heute an und dann sind die Zinsen niedrig. Ja, so, und du kriegst ja immer so ein bisschen Zinsen drauf, aber der Kapitalstock wird immer größer und die Zinsen dadurch werden immer höher. Und umso länger du diese Kapitalanlage hast, ja, umso stärker ist dann auch der Zinseszinseffekt nach hinten raus, ja, weil irgendwann beginnt dann das Ganze einfach dynamischer zu werden und der Betrag, den du als Ergebnis erzielst, wird immer höher, ja. So, und das ist der Zinseszinseffekt. Und genauso ist es im Network Marketing auch. Du fängst an zu arbeiten. Du baust ein Team auf, du bildest das Team aus, ja. So, und dann kann es natürlich sein, dass du über einen gewissen Zeitraum vielleicht deutlich weniger verdienst als jemand, der jetzt nur die Produkte verkauft, ja. Wenn er da eine hohe Abschlussprovision kriegt, ja, und sich nur aufs Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen konzentriert, dann kann es sogar sein, dass du, obwohl du ein Team hast, was gerade so am Wachsen ist, weniger verdienst, wie jemand, der sofort im Direktverkauf startet, ja. Und dann halt eben dort ein guter Verkäufer ist. Nur nach hinten raus,
der Direktverkäufer wird halt immer weiter sein Pensum schaffen. Klar, er kann sich noch weiter organisieren, das vielleicht sogar noch ein Stück weit steigern, aber irgendwann wächst dein Team, ja, es multipliziert sich, ja, es dupliziert sich, es kommen immer mehr Leute hinzu, immer mehr Menschen vermitteln Verträge, wo du überhaupt gar keinen Kontakt mehr dazu hast. Und das ist eben die Hebelwirkung. Aber das der Grund, warum eben halt viele scheitern, ist, dass sie gar nicht mehr an diesen Punkt kommen, weil sie viel zu früh halt aufgeben, weil sie dann einfach, das ist wie wenn du jetzt die Geldanlage wieder nimmst und sagst, okay, ich lasse es jetzt ein Jahr laufen und nach dem zweiten Jahr stellst du fest, oh, ich habe kaum Zinsen gekriegt, ich löse das Ganze auf und mache irgendwas anderes. Dann fängst du wieder von vorne an. Nach zwei Jahren stellst du fest, oh, die Zinsen waren jetzt nicht so berauschend, ich fange wieder was Neues an. Und so ist es dann auch. Das heißt, du kommst nie voran, ja, obwohl du eigentlich auf dem richtigen Weg bist. Und hier ist einfach wichtig, das Durchhaltevermögen, dranbleiben, immer weiter am Fundament arbeiten, immer neue Leute ins Unternehmen mit reinbringen, immer weiter ja an deinem Unternehmen arbeiten, schauen, dass das Unternehmen wächst, bis irgendwann die Duplikation stattfindet und das Ganze immer größer und größer und größer wird. Und dann geht es auch, ja, ich sag mal exponentiell. Das heißt, dann geht es nicht mehr so langsam gerade auf, sondern dann macht es dann irgendwann eine richtige Kurve nach oben. Und dieses Verständnis muss man einfach haben, um auch eben dann dran zu bleiben. Und der nächste und letzte Punkt ist kein Verständnis der Duplikation. Passiert oft auch bei den Leuten, die sehr stark im Verkauf sind, ja, die sehr gute Verkäufer sind, die viele Techniken, Tricks oder die halt einfach sehr stark im Verkauf sind oder die halt, ein gewisses Know-how in gewissen Branchen halt einfach haben. Ja, so. Und entscheidend ist aber im Network Marketing nicht, was funktioniert. Es gibt viele Dinge, die funktionieren. Es gibt viele Verkaufsstrategien, die funktionieren. Es gibt viele Vermarktungsstrategien, die funktionieren. Aber das ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, was sich dupliziert. Und Randy Gage hat es in seinem Buch sehr schön gesagt. Das ist übrigens ein Buch, was ich dir sehr empfehlen kann. Wie baue ich eine Multilevel-Geldmaschine? Duplikation entsteht dann, wenn du es schaffst, ja, eine Masse von Menschen, ja, dazu zu bringen, eine gewisse Tätigkeit kontinuierlich auszuüben. Ja, und das sollte eine Tätigkeit sein, die halt jeder dann machen kann. So, und wenn das passiert, dann entsteht Duplikation. Und es ist nicht entscheidend, was alles funktioniert, sondern entscheidend ist, was sich in deinem Team, in deiner Downline dann eben halt duplizieren lässt. Ja, und deswegen ist es wichtig zu gucken, wie kannst du ein sehr, sehr einfaches System machen, was wirklich jeder anwenden kann, ja, und das Ganze dann auch umsetzen kann, ja, und dann bist du auf dem richtigen Wege. Genau. Okay, ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Wenn dem so war, würde mich freuen, wenn du einen Daumen hoch gibst der Sache. Ansonsten, findest du unterhalb des Videos die Kommentarfunktion, schreib mir deine Fragen. Mich würde auch deine Meinung zu dem Thema interessieren, deine Anregungen, deine Erfahrungen. Und abonniere den Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und du findest, falls du Lust hast, hier ein lukratives Geschäft aufzubauen, ja, ein langfristiges, stabiles Geschäft und auch bereit bist, die notwendige Arbeit zu tun und auch dran zu bleiben, ja, dann findest du unterhalb des Videos weitere Informationen und du hast die Möglichkeit, dich für ein Gespräch mit mir einfach zu bewerben, findest du ein Kontaktformular unterhalb des Videos und dann können wir einfach mal sprechen und schauen, ob das bei uns beiden passen würde. So, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, alles, alles Gute, bis zum nächsten Video, dein Oliver Schirmer, ciao, ciao.